Der Mensch ist für vieles geschaffen, doch ganz bestimmt nicht für die Einsamkeit. Einer, der das weiß, ist Manuel. Darum geht er heute wieder, wie jede Woche. Er spürt es, das Gebrauchtwerden. Es fühlt sich gut an. Und das Gefühl der Leere steigt weiter, füllt den kompletten Raum. Stille, die immer lauter dröhnt, bis am Ende wieder die Einsamkeit gewinnt. Und nur eine Türe weiter ist es ganz anders. Hier fliegt ganz viel miteinander durch die Luft. Zusammen zu basteln ist das Beste. Manuel kann es sich vorstellen, wie es ist, wenn die sozialen Kontakte mit jedem Lebensjahr weniger werden. Wie es sich anfühlen muss, über Tage hinweg mit niemandem sprechen zu können. Er weiß, dass gerade in unserer Gesellschaft soziale Isolation ein immer größeres Thema wird. Der Mensch mag für vieles geschaffen sein, doch ganz bestimmt nicht für die Einsamkeit. Dem entgegenzuwirken braucht eigentlich nicht viel. Oft reicht ein kleiner Ruck. Auch der Kleinen ist aufgefallen, dass bei der Türe nebenan nie jemand klingelt. Auch sie weiß, dass der liebe Nachbar nicht mehr viel Freunde hat. Aber das soll ab heute ganz anders sein. So wird aus einem kleinen Ruck des einen eine greifbare Geste, etwas Reales, spürbar, als die Erfüllung des anderen. Zugänge, die unsere Gemeinschaft stärken, gibt es bereits. Räume, die uns zusammenkommen lassen, Orte, wo Anwesenheit spürbar wird. So ist Manuel im Projekt Lena für lebendige Nachbarschaft für diejenigen da, die nicht mehr so viel haben. Es ist seine Anwesenheit, die gut tut und zur Gemeinschaft wird, die Gesundheit fördert, Verbundenheit schafft und unser Miteinander stärkt. Initiativen, die für mehr Lebensqualität sorgen und einen Appell an die gesamte Bevölkerung richten. Ergreif Initiative als achtsamer Nachbar, als freiwilliger Helfer oder durch deine Spende, die solche Projekte überhaupt möglich macht. Wie gesagt, die Zugänge gibt es bereits. Also machen wir uns zusammen auf den Weg und erleben ein neues Miteinander.